Sali miteinander im Märli-Ecke, da bin ich wieder euer Foodie von gestern. Heute erzähle ich euch Geschichte vom alten König Schludimund. Vor langer, langer, sehr, sehr, sehr langer Zeit, es war noch länger als her, genau gesagt gestern, hat irgendwo im Flachland in den Bergen der König Schludimund gelebt. Er war eben ein bisschen Doppel. Genau gesagt in Göschenen. Am sonnigsten Ort der Schweiz. Kaum ist die Sonne aufgegangen, zack, ist sie schon wieder weg. An einem schönen Mittwochmorgen, es war Samstag, also an dem Sonntagabend, hat der König Schludimund seine Läden von den Fenstern aufgemacht und zack, hat ihm gerade eine Lawine reingehauen. Aber er war trotzdem glücklich. Er war eben mit der Sahara geheiratet. Gut, es war eine kleine Wüste. Ein kleiner Zwetschge. Dumme Schätterer. Blöde Schäsen war es. Ein richtiger Totsch vor dem Herrgott. Blöde Hurenkuh, hat Deutsch gesagt. Huren, Zielschnetterer, die blöde Sau. Aber sie waren glücklich. Der König Schludimund hat wahnsinnig gerne Bohnensuppe gegessen. Das Problem war, er hat immer Blägen bekommen. Und wenn er so an dem Montagmorgen, es war Dienstag, wenn er so an dieser Bohnensuppe schlürft, hat er plötzlich Blägen bekommen. Und sein Bauch ist aufgequollen und aufgequollen. Und er ist immer dicker und dicker geworden. Und plötzlich hat es einen Klaps gegeben. Es hat getätscht und der König Schludimund ist in tausend Teile zerfetzt. Und die Leber hat es an der Wand geschmiert. Und die Wandernieren ist davon gesichert. Und der Zwölffingerdarm hat sich gegenseitig versucht. Und überall ist Blut. Grauenhaft hat es ausgesehen. Gefällt euch, Kinder? Und die Vögel haben gepfiffen. Und das Rehli ist über die Waldlichte geköpselt und hat mit seinem Schnupperlesli, ein bisschen rumgeschnupperlet. Auf die rechte Seite und dann auf die linke Seite, bis ein Lastwagen gekommen ist und die dumme Sau über den Haufen gefahren und überall ist geschnetzelt gewesen, grauenhaft. Und der Lastwagenchauffeur musste brieken. Die Stoßstangen waren dreckig. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Irgendwo neben einem Stadion ist ein alter Speicher gestanden. Und aus dem Speicher raus hat man ein Geräusch gehört. So. Und ein grosses Kuhn ist rausgekommen. Köbi hat es geheissen. Zuerst hat es mal einen Benaglio-Schiessen gegeben und ein Bäckermeister hat jedem Brochisten eine Goldtorte mit Berami geschenkt. Das Fernandes der Heimat. Und dann ist der Fußballpräsident gekommen, der Schletzover. Er ist gerade von einer Schönheitskonkurrenz gekommen. Von einer Pferdeschau. Er hat von 46 Stunden den 97. Rang beleidigt. Sie haben ihn einfach nicht können satteln. Nicht einmal den Lämmli. Auf jeden Fall muss man jetzt überlegen, wie ich den verdammten Scheissmärchen können Sie Hände erzählen. Hat der Schletzi, so haben sie ihm gesagt, zuerst einmal seine Jacke an den Haken angehängt. Dann hat er sich seinen Degen abgeschnallt und bei einer Ruhe einen Typ geholt, einen Murat. Und dann hat er im Zubi reingebettelt und vor lauter Hitzfeld ist ihm ein Huckel gewachsen. Und da hat er ihn richtig gestrellert. Und weil er im Radio nicht den richtigen Senderos gefunden hat, hat er eigentlich mit Gemeili gespielt. Kein Gigax, hat er mir gesagt. Bis ein Fußballer mit den Schlittschuhen gekommen ist. Ein Kufu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat der Müller zum Mania gesagt, Ludovic, da nicht mehr so viel. Du bist ja richtig mager geworden. Aber nicht ein paar Hösen, hat es auch noch ein paar Netten gehabt. 14 Tage später, es war um die Weihnachtszeit herum, also kurz vor Ostern, etwa 15 Tage nach Maria Takeoff. Der Engländer sagt ja zu Frohen Leichnam, Happy Kadaver. Auf jeden Fall
Hure Scheissdreck, den ich hier erzähle. Also wie gesagt, das war so im Januar rein. Da hat der Pascal Schmid zum, der Semi Schmid zum Pascal Guschmann gesagt, bei Mörgele, er hat ja das Stadion einiges bemängeln. Und da hat der Christoph so verrückt gemacht, er ist gerade davon geblochert. Und hat im Bündnerland einen Ems erlebt. Aber er hat sehr schnell schon wieder Unterschlumpf gefunden. Da wäre er fast im Brunnen versoffen. Sie haben aber können rausspulern. Der Ueli hat es untermauert. Auf jeden Fall wollte Pascal vom Semi am Schmied wissen, wann er denn zu bemängeln hat, beziehungsweise Semi vom Pascal. So, also Pascal, auf die Spielfelder hat es ja gar keine Linie mehr. So hat er kein Wunder, vorne ist Martin auf der Knie durchgekrochen. Da hat aber Hingis und vorne gestummen. Sie hatten nur eine verkorkste Saison. Und jetzt schaffen sie es Davos als Schneekanone. Felix Hohl! Merci vielmals! Danke vielmals! Herzlichen Dank! Vielen Dank! Danke vielmals. Herzlichen Dank. Bevor ich... Komm noch jemand. Bevor ich den... Danke vielmals. Bevor ich den... Vielen Dank! Merci. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich würde gerne den sehr poetischen Abend mit einem chinesischen Sprichwort abschliessen. Geschrieben von Zhu Enlai Cai Hongzi. In der 14. Dekade, kurz vor der russischen Revolution. Er hätte mal gesagt, Hangzhi, Sangta, Fanglai, Tingzai, Bonsai, Hangzhi, Neixing, Zangzai, Ha, Hotasi, Nungto, Klatschi, Klatschi, Nietatoka, Hata, Zonghui, Tsingdaua, Fidili, Fidila, Fidilalala, Follow Chan gegen den Bümplitz zu. Teilung, Tsingzai, Fangshui, Hengso. Huuu, zum Hund, Sieger. Ich glaube, ich habe Tose geschwitzt, ich weiß nicht. Was so viel heisst wie. Keine Ahnung. Es hat wahnsinnig viel Spass gemacht, hier bei euch in Bern zu gastieren. Ihr seid ein super Publikum gewesen. Es hat auch wahnsinnig Freude gemacht, mit so einem Publikum die Fernsehaufzeichnung zu machen. Ich kann euch garantieren, keine Ahnung was, aber
Ich würde mich über den Abend immer sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank in dem Sinn. Und falls jemand Lust hätte, mit dem Phil Dankner zu duschen. Er steht pro Minute für einen Franken 14 zur Verfügung. Wer mit dem Rolf Steiner will gehen, bitte einen Seniorenpass mitbringen. Wer mit mir will kommen, ich zahle auch. In dem Sinn, bleibt gesund, kommt gut heim, schöne Weihnachten, gutes Neues. Bis wir anders machen. Ciao zusammen. Thank you.